Aber Euruk, so werden doch Helden, so werden Helden geschmiedet. Wieso habt ihr immer was zu erzählen? Junge, lass dir Zeit, wenn du Zeit hast. Wenn du nicht im Kampf bist, immer, immer Zeit lassen. Ja, hätte ich momentan nicht dran gedacht, aber hat ja doppelte, trotzdem doppelte Zauberdauer und Kosten einsparen. Naja, stimmt. Na gut, Kosten einsparen brauche ich nicht unbedingt, aber doppelte Zauberdauer ist natürlich sinnvoll. Aber da hätte ich momentan nicht dran gedacht und ja, kann passieren. Wäre Iolaus hier, er würde dich links und rechts mit der Ach, Iolaus ist doch genauso ein Lappen und Eldan Gorbas ist auch ein Lappen. Ey, das habe ich ja auch nie anders behauptet. Weil Eldan Gorbas konnte wenigstens eine Sache gut und das war malen. Du willst einfach nur Brynishian zurück, gib's zu. Also ich fand meinen Plan an sich gar nicht schlecht. Das war eigentlich sogar noch ein besser Plan. Alles andere wäre noch viel böser in den Arsch gegangen. Ich muss Johnny nochmal danken für die Idee mit dem Ungeziefer. Ohne das hätten wir die Welle der Reinigung nicht. Weißt so du, anstatt mich mir einfach ein bisschen von Flöhen beißen zu lassen. Na gut, ist egal. Ich bin trotzdem dankbar. Aber nicht unbedingt das Beste von allem. Aber ich habe auch da nicht dran gedacht. Also bis die Alte reagiert hat, habe ich auch nicht dran gedacht. Dass technisch gesehen macht die Welle der Reinigung auch eigentlich keinen Schaden. Finde ich aber richtig gut. Finde ich richtig gut, dass sie auch einen Schaden an uns allen macht. Ja, also eigentlich macht die doch nur alle Viecher tot, die eine SP. Jeder kriegt einen SP. Nein, sie tötet alles, was einen SP hat. Sie macht nicht einen SP. Richtig, das ist alles, was einen SP. Diesem wunderschönen DSA. Aber hier steht nur Regelung. Genau, ich finde die Regelung aber, dass das Ding einfach einen SP macht in der Welle, finde ich super, aber das tötet einfach alles, was einen SP hat und Punkt. Ich finde es ich find schon auch okay, wenn das so sagst, das macht einen Schaden an allen, aber ich wollte nur noch. Also eigentlich nur so ein kleiner Piekser, oder? Wahrscheinlich nur. Naja, im Normalfall ist es halt völlig egal, völlig. Aber wir sind doch total aufgekratzt mit dem Jähzorn und die Alte erst recht. Ich wollte gerade sagen, also genau dafür habe ich da, also Wahlwut, wann nicht jetzt, wenn sonst, also. Ich habe den ganzen Tag schon drauf gewartet, dass du den erstbesten Vorfall. Ich hatte schon überlegt, ob ich das bei den weißen Hetzern irgendwie einbringe oder so, aber nö. Ich fand das jetzt an dieser Stelle genau super. Du wusstest doch, es muss irgendeine Stelle geben, wo die Alte sich aufrichten, die wird es geben, einfach. Ich habe gesagt, du kennst doch die eherne Regeln des Spielerdaseins, die Spieler werden eine Möglichkeit finden, sich selbst in die Scheiße zu reiten. Du musst da nichts konstruieren. Die reiten sich immer selber rein. Außer Johnny halt. Johnny nicht. Warum den geht's nicht? Na gut, wenn die Alte auf mich losgegangen wäre, dann wäre genauso wie Abdul da. Ist ja auch der erste Held von Johnny, der 10.000 AP hat. Johnny hat sich auch nicht hingestellt und gesagt, ja, mach mal deine Reinigung. Johnny hat gesagt, hey Yoga, gehst du mal darüber und holst mir das Holz und dann schnell lieber deine Reinigung gezaubert oder so. Oder einfach gar nicht. Er hätte gesagt, ihr verreckt doch an den Flöhen. Richtig, das wäre passiert. Ja, genau das hätte er gemacht. Ich hätte gesagt, zieh deine Kleidung komplett aus, wickel dich in deine Decke ein, oder ihr zieh ich komplett aus und dann hätte ich wahrscheinlich den Sapifaktor gemacht. Muss man sich dafür ausziehen? Eigentlich nicht, oder? Nein, aber theoretisch kannst du ja als Meister immer sagen, ja, du hast die Kleidung erfolgreich gereinigt. Die Flöhe springen von der Haut auf die Kleidung teilweise. Ach so, du reinigst die Körper erfolgreich. Okay, die Flöhe springen teilweise von der Kleidung auf die Haut, wenn du die Kleidung trägst. Der Befaktor ist ein Zauber, den meine Magier immer auf 3 haben, weil ich mir denke, hey, nimmst du ihn mal mit? Und immer wenn ich ihn dann brauche, habe ich halt 3 ZF4 Sterne und das bringt mir gar nichts. Echt, ich sehe immer der erste Zauber, den ich versuche irgendwie auf 7 zu bringen. Damit er mit doppelter Zauberdauer vernünftig wirkt. Ich meine, dass der Befaktor auch gegen Flöhe wirkt. Ja, ich glaube schon. Gibt eine Variante. Genau, würde ich sagen. Ich hab doch. Weil das kenne ich sozusagen als Zauber, um Kleidung von Flöhen und sowas zu reinigen. Na, die hat Glück nur Iolaus durch, ne? Der ist aber auch ein Zauber, der so unglaublich nützlich ist, dass es keinen Grund gibt, warum nicht jeder Magier den kann. Ja, also der Zauber ist vor allem dann nützlich, wenn du Eitelkeit hast als Magier. Den denkst du ja auch so, ja, den steigere ich aus 2 Gründen mit. Um A, ihn benutzen zu können, wenn es drauf ankommt, um ihn benutzen zu können, wenn ich will. Um benutzen generell, zu können, um meine Nachteile abzubauen. Generell, du fällst in die Pfütze, du bist nass, kein Problem, Sappe Faktor. Du hast Flohbefall, kein Problem, Sappe Faktor. Irgendein Typ kippt dir Suppe über den Schoß, kein Problem, Sappe Faktor. Also sind alles Probleme, die ich unglaublich abfacken würden auf der Reise, weil du nicht mal eben so eine Robe von der Stange kaufen kannst. Ich hätte dich jetzt auch totgehauen, wenn Jarlan das nicht mit der Initiative gerettet hätte. Ja, kann passieren. Das ist Schicksal eines Magiers. Hast du noch einen Chippy? Deswegen haben wir auch. Nee, die hat gerade was drin verbraucht für. Du kannst ja verbrennen, Mann. Deswegen haben wir auch den 10.000 AP-Kern. Der ist okay. Nicht ganz nutzlos. Aber das wird schon. Ja, also eigentlich müsstest du so monstermäßig ja alles platt machen. Das ist ja nicht so dramatisch. Wofür bist du eigentlich da? Ich jetzt zum Raufen. Sehr gut. Zum Drachentöten ist ja da. Wenn der nächste Drache kommt, tue ich einen Schritt zurück und sage, ja, also Mann. Also man dann ohne sein Speer, einfach mit seinen Fäusten, Junge. Ja, scheiß auf meinen Speer. Ausdauer, Schaden, Alter. Wir kaufen dir im erstbesten Kaffee einen neuen. Wie viel Ausdauer hat so ein Drache eigentlich?
Ja, das A. Und ach, du brauchst einen Zwergenrosenspeer. Richtig. Ja, Rip, Freunde. Junge. Rip. Ja, richtig, Rip. Oh mein Gott. Kannst du nicht um ihn oder was? War halt nie nötig. Nee? Das ist selbst Hexe? Wenn, selbst ist das gleiche Problem, ich brauch dann auch eine Zwergenaxt. Ach so. Also, der ist halt geschenkt wie gekauft. Da kann hätte Eisenmann mal Achmat kennengelernt. Der hätte dir einen Achfavar in Echsengröße, in Zwergengröße geben können. Wäre zwar ein bisschen Behalar verflucht, aber hey. Ja, das weiß ich ja nicht. Ja, richtig. Warum hatten wir einen Achfavar in Zwergengröße? Echsenmus? Echsenmus war klein? Echsenmus war ein Zwerg. Oh. Also ich weiß nicht, ob der Zwerg größer war, wahrscheinlich nicht, weil er den irgendeinem Achas rausgerissen hat, aber egal, easy. Selbst in Menschengröße geht das voll. Ihr wird wahrscheinlich gesagt haben, hier, Belalar, mach mal, dass ich damit kämpfen kann. Das Traurige ist halt, ich habe keine Waffe mehr dabei und bin trotzdem überladen. Das ist schon irgendwie schlecht, ne? Wir sind alle überladen. Überladen mit Emotionen. Kurz davor, meine Weinschienen einfach ins Wasser zu schmeißen und zu sagen, hey, wer hat die denn da hingeschmissen? Ey, was ist da passiert? Kann sich das einer erklären? Aber dann kannst du dich nicht mal Eisemann nennen. Ja, jetzt nenne ich ab jetzt einfach Faustemann. Eisemann, Sohn des ohne Armschienenmann. Ich bin einfach ab jetzt Faustemann. Faustemann. Ja, ich glaube nicht an Waffen. Ja, Waffen sind Drachenwerk. Alle Leute, die mit Waffen rumrennen, sind böse. Und du musst sie in einem ehrenhaften Zweikampf herausfordern. Er ist der Zar, glaube ich, und Zar sagt keine Waffen. Zar sagt nicht, dass du nicht an auf vier Fäuste für ein Halleluja machen darfst. Nein, er ist Belhalar gläubig und er glaubt, dass seine Fäuste Belhalar heilig sind. Ey, ich will ja nichts sagen, aber ich habe noch eine Windarmbrust und drei Bolzen, also ich bin immer noch gefährlich. Ich meine, mit Körperkraft 16 kannst du doch eigentlich nicht mehr Rondra gläubig sein, denn Rondra ist ja gegen Fernkampf und mit diesen Kanonen kommst du da nicht mehr durch. Da siehst du. Okay, der Wandel nicht. Ich habe versucht, hier den Sound aufzunehmen, aber das hat nicht genommen. Warte. Bedumm.